So, herzlich willkommen zurück nach langer, langer Zeit. Ich weiß gar nicht, wann war die letzte Aufnahme? Die letzte Aufnahme war am 17., nee, am 1.5., so rum. Ist also mittlerweile fast ein Monat her. Die Videos haben einfach so ewig lang zum Hochladen gebraucht. Meine Kamera ist bei so ein bisschen ganz verrückt. Ja, so schon besser. Okay. Ja, dementsprechend habe ich absolut keinen Plan mehr, was überhaupt abging. Ich würde heute einfach mal, weil ich ja jetzt gerade so Laune habe, ein bisschen ETS spielen. Mal gucken, ob das Ganze in OBS noch funktioniert. So, das wäre dann nein. Ja. Ich habe, by the way, eine neue Version von ETS. Wir spielen jetzt mit der neu rausgekommenen Version 1.44. Das heißt, wenn wir gerade in einer Mission drin waren, dann wurde die jetzt wahrscheinlich zurückgesetzt. So, Spiel auf einer neuen Version. Ja, sehr schön. Was sagt die Mods oder neue Funktion? Ja. Die Hatsune Miku Mods, die müssen ja alle noch aktiv sein. Genau, die sind noch aktiv. Die sind ja bloß Skins. Das heißt, die können auch irgendwann nicht mehr funktionieren. Ja, aber ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass sie direkt den Geist aufgeben. Raus. Und, let's go. So, ach scheiße. Ich bin da noch. Ich habe die falsche Kameraposition. Das sind ja die großen Kameras. Ja, kann ja mal passieren. Da muss ich das Spiel direkt wieder beenden. Komm, lad schneller, damit ich dich beenden kann. Eieieiei. Änderung im Inhalt festgestellt. Aktualisieren Navigationsdaten. Bitte warten. Sehr gut. Sehr gut. Ah, ich muss erstmal wieder reinkommen, auch mit meiner Kameraposition. Mikrofonposition hier. Ich weiß nicht, ob das so mit dem Mikrofon so vor der Tastatur so praktisch ist. Wir werden es sehen. Ich meine, die Tastatur muss ich ja nicht direkt sehen. Die tippe ich ja meistens blind. Ne? Aber wenn da irgendwelche Spezialtasten sind, die ich drücken muss, dann muss ich schon gucken, wo ist jetzt die Any-Key-Taste, ne? Ja. So, Änderung habe ich festgestellt. Genau, das stand auch drinne in dem Wiki. Das war mir also schon fast bewusst, dass wir jetzt also, wie gesagt, wenn wir eine Mission hatten, weiß ich nicht mehr, dass diese dann zurückgesetzt ist. Egal, wir müssen mal raus. Alle raus hier. So, dann muss ich mal hier meine Kamera umstellen. Ah, das sieht schon besser aus. So, let's go. So, jetzt aber. Jetzt soll es noch schneller gehen. Ja, das Spiel liegt nicht auf meiner SSD, das liegt auf meiner Arbeitsplatte, also einer HDD. Deswegen braucht der erste Start noch ein bisschen länger. Ab dem zweiten Start kann dann ja der Linux-Lese-Schreib-Cache eingreifen und mit meinen potenten 128 GB einfach mal, ja, das Spiel komplett im Arbeitsspeicher lassen. Was sehr geil ist. So, das heißt, wir müssen jetzt mal gucken. Ich weiß gar nicht, sieht man hier irgendwo was neu ist im Spiel? Gibt hier so eine Art Changelog? Option. Was ist das hier alles? Software-Homepage, achso, ah nee. Das bringt uns auch nicht weiter. Hier oben ist nur Aufrissteil der Spielzeit. Ne, also ein In-Game-Changelog gibt es gar nicht. Ich weiß nicht, was sich so sehr verändert hat. Was ich gelesen habe, ist wohl, dass wir jetzt die Vorder- und Hinterachse hoch, also aufpumpen und ablassen können. Halt zum, damit wir besser den Auflieger ankuppeln können oder realistischer den Hänger ab und aufkuppeln können. Klingt immer noch falsch. Dann kam hinzu. Ach ja, dass mein Kopf sich nicht so bewegt. Ne, normalerweise, wenn man über Stock und Stein gefahren ist, dann hat sich ja die gesamte Kamera bewegt. Das heißt, auch der Horizont hat sich mit bewegt aus Sicht der Kamera. Und das soll jetzt nicht mehr sein. Das heißt, es ist jetzt wie im Realistischen, dass wenn der LKW rumneigt, der Kopf weitestgehend gerade bleibt, wo man ja natürlich mit den Muskeln gegensteuert. Und damit dementsprechend zwar die Kabine wackelt, as fuck,
aber der Horizont weitestgehend gerade bleibt und wie stark dieser Effekt ist, kann man wohl auch einstellen. Was gab's noch? Keine Ahnung. Ja. Also viele Änderungen gab es wohl nicht, aber so ein paar Änderungen, die so, ja, die halt. Das müsste eigentlich alles hier mit drin sein. So, Müdigkeit, bevorzugte Auftrags... Ach ja, siehst du, ich hatte überlegt, als ich dann mal nach meinem letzten Let's Play ein bisschen nachgedacht habe, die Sonne knallt schon wieder so rein, dass es vielleicht ganz clever wäre, wenn wir die bevorzugte Auftragslänge ein bisschen höher stellen wieder, ich weiß gar nicht, wo es normalerweise steht, wir machen einfach mal da, dass wir vielleicht deswegen in den letzten 8 Folgen immer nur so 0815 Aufträge bekommen hatten. Vielleicht liegt's daran, weil ich dachte ja eigentlich, dass in der Liste halt nach, also ja, ich weiß halt nicht, wie dieser Regler hier unsere Liste beeinflusst. Ne? Wir haben ja hier diese Liste, wo wir auswählen können, Schnellaufträge zum Beispiel. Ne, da haben wir hier Preis, hier Streckeneinheit. Das heißt, die Frage ist, ich meine, wenn er sowieso hier nach sortiert, was bringt denn diese bevorzugte Streckenlänge? Ändert das denn die Aufträge, die wir hier überhaupt zur Auswahl haben? Oder wird es denn hier vorsortiert oder whatever? Deswegen habe ich diesen Regler bisher immer so ein bisschen so in meinem Kopf, Gehirn, Gedächtnis verdrängt. Ja, probieren wir einfach mal, dass wir den mal ein bisschen auf Mail länger stellen, ob wir jetzt brauchbarere Missionen bekommen. So, und dann gucken wir mal weiter, ob hier was dazu kam. Regenwahrscheinlichkeit, nee. Stärke, Bremse, LKW-Stabilität, dies, das. Federsteifigkeit. Rotationsfaktor, Lenkungskamera, nee. Ah, genau, die beiden hier. Faktor der physikalisch beeinflussten Kamerabewegung. Das ist halt dieses, dass dieser Horizont mitschwingt. Ich weiß jetzt nicht, ob links oder rechts was hier bedeutet. Können wir da mal ausprobieren. Aber ich hatte jetzt mit der Kamera so eigentlich noch nie Probleme gehabt. Also weiß ich nicht, ob sich das für uns überhaupt lohnt. Ich meine, wenn der Horizont natürlich stabiler wäre, wäre es natürlich zum einen etwas realistischer. Und natürlich auch eine weniger Bewegung im Bild. Das heißt, besser für den Codec, ne? Also fürs Video. Wobei ich da jetzt auch nicht das Gefühl hatte, dass es so abartig ist, dass es da irgendwie negativ beeinflussen sollte. So, was war das andere? Das andere war hoch und runter, das müsste bei Tasten sein. So, hochschalten, runterschalten, Motorbremse, dies, das, Ananas, Retarderstufe, vordere Aufhänger. Ah, genau, hier, die Aufhängung. Vordere Aufhängung, oben, unten. Die Frage ist, welche Tasten... Man bräuchte für das Spiel einfach mindestens 3 Tastaturen. So viele Tasten, wie man da belegen kann. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, hier die Tasten zu versuchen irgendwie, ne, weil logischerweise versucht man ja solche Tasten immer logisch in Gruppen anzuordnen, aber in so viele Gruppen kannst du so eine Tastatur gar nicht einteilen, dass du die Tasten hier sinnvoll belegen kannst. Na? Was nehme ich denn da am dümmsten? Weißt du was? Ich nehme einfach mal hier die Tasten. Vordere Aufhängung nach oben nehme ich mal Ü. Vordere Aufhängung nach unten nehme ich mal Ä. Dann hintere nach oben nehme ich Plus. Und hintere nach unten nehme ich Raute. So, die Tasten sollte ich, soweit ich gewusst, noch für nichts verwendet haben. Und dann können wir mal gucken, ob das so sinnvoll funktioniert. So. Okay, und dann machen wir mal einen Auftrag. Wir wollten ja jetzt... Ach ja, genau, ich wollte ja komplett Schnellaufträge machen mit diesen Schwertransporterrouten, damit wir hier mal ein bisschen, ne? Da können wir mal unsere nette Tsunemiko hier mal in der Garage stehen lassen. Ist sowieso wieder super problematisch. Ist mir letztens mal so, ne? Bei einem Gespräch mit meinem Arbeitskollegen so aufgefallen. Dass ich ja in einem riesigen Dilemma lebe. Warte kurz, wir wählen jetzt erstmal die Strecke aus und dann kann ich auch noch weiter quatschen. So, das ist hier von wo nach wo, von da nach da. 680 PS für 45 Tonnen. Klingt machbar. Was haben wir hier noch? Ich meine, das sind 11.000. Hier haben wir, aber super schwacher LKW für noch mehr. Nee, ich glaube, wir nehmen das Ding hier. Das sieht am sinnvollsten aus.
Da kriegen wir auch gleich 11.000 Euro. Ja. Das wird gut. Okay, let's go. Ja, ne, ich persönlich habe ja, hat so eine Miku so kennengelernt, so um 2010, also spät 2010, eher Richtung 2011, ne? Das heißt, ich persönlich, ne, war da so, na, keine Ahnung, so, wie alt war ich da? 20, 4, 27 bin ich jetzt, 22, da war ich also so 15, 16 Jahre alt. Ja? Kein Problem, ne? Hast du eine Miku, ich habe die Musik kennengelernt und geil, ne? Ich fand natürlich auch Hatsune Miku geil, aber ne, das soll jetzt nur so nebenbei erwähnt sein. Ne? Aber vor allen Dingen hat die Musik fand ich geil. Und ja, alles kein Problem. Ne? Ich selber in meinen jugendlichen Jahren. Genau. Das Problem war nur, oder das Problem ist jetzt natürlich nur, ich hatte mir damals halt und ja, wie gesagt, natürlich auch weiter Musik runtergeladen. Und natürlich auch so Bilder runtergeladen, auch Not Safe for Work Bilder, natürlich so die gesamte Sparte, alles, was man so findet im Internet. Ja, das Problem ist jetzt natürlich nur, ich, ne, jetzt so nach 10, 11, 12 Jahren, bin natürlich älter geworden, ne, jetzt mit meinen 27 Jahren, bin natürlich immer noch ein Hatsune-Miku-Fan. Weil die Musik ist natürlich immer noch geil und schön und gut. Das Problem ist, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und jemand sage, ja, ich bin Hatsune Miku Fan, Ronny, du mit deinen 27 Jahren stehst auf eine 16-Jährige? Ja. Problematisch. Sehr problematisch. So, wir sind jetzt wieder in der Nacht unterwegs. Fertig zum Losfahren. Meine Rede. Machen wir hier direkt ein bisschen Licht an. So, so. Dann gucken wir mal uns hier um. Was haben wir? Wir haben, genau. Schön unsere Rundumleuchten. Wir selber haben auch so Semi. Machen wir einen Doppelblick an hier. Just for fun. Wobei, nee, das ist wieder so laut in der Kabine. So. Schon wieder an dem Hafen waren wir nicht schon mal? Na gut, let's go. So, bei YouTube erkennt man alles. Also hier bei der Aufnahme meine ich doch. So. Diese große Fracht. Ja, das ist halt natürlich das Problem. Ich hätte in dem Moment, wo ich 18 geworden bin, ja. Also entweder hätte ich niemals 18 werden dürfen. Lösung Nummer 1. Oder Lösung Nummer 2. Komm ich hier rum? Ah. Oder Lösung Nummer 2. Ich hätte in dem Moment, wo ich 18 geworden bin, alles, was mit dazu einem Mikro zu tun hat, löschen müssen. Ja? Weil jetzt, ne, ich meine, ich arbeite ja in der Schule, habe also eine Vorbildfunktion, dies, das, Ananas. Von daher ist es natürlich gesellschaftlich mir und total untersagt, irgendwelches Material von Leuten zu haben, die unter 18 sind. Ne? Diese Ausfahrt. Was natürlich, laut meiner Ansicht, kompletter Humbug ist. Aber wenn ich so auf manchen, ja, weiß Immer nicht, geradeaus. Frauenbeauftragten oder sowas in meiner Schule höre, Immer rechts ab. ja, schwieriges Thema. Also, man merkt, ein Fan von einer virtuellen Person zu sein, bringt auch so seine Probleme mit sich, wenn diese Person nicht älter wird. Man selber aber schon. Weil ich meine, jetzt bin ich 27, ne? Hatsune Miku ist 16 und ich mag sie halt immer noch. Was jetzt so vielleicht laut meiner Ansicht überhaupt völlig egal ist, weil ich mag ja vor allen Dingen die Musik von ihr. Aber angenommen so, ich sag jetzt mal so in 40 Jahren, so in, keine Ahnung, 50 Jahren, wenn ich dann so geschlagene 60, 70, 80 bin und ich dann jemanden erzähle, ja, ich bin... Ich bin von der Biegen nach rechts ab. Zuni-Miku-Fan. Ja, dann ist natürlich noch krasser.
Ich meine, gut, ich könnte auch einfach nach Indien auswandern. Ne? In Indien ist es normal, dass Neunjährige mit 60-Jährigen vermählt werden und so. Ne? Wären auch noch eine Alternative. Aber ja. Darauf habe ich denn jetzt doch eher weniger Lust. Dafür gefällt mir Indien denn doch nicht so genug, als dass ich da freiwillig hingehen würde. So, warum ist es hier eigentlich immer so eng? Gott. Was macht der schon wieder da? Poppen die? Fährst du jetzt? Ach ja, wir müssen auf der anderen warten. Hä, warum ist hinter uns ein LKW? Ach nee, Quatsch, da kam man von der. Ne, wie kam man gerade von der Auffahrt? Ja. Ah ja. So. Aha. Er ist endlich da. Können wir wieder losfahren hier? Sehr gut. So. Dann müssen wir mit unserer Fracht hier aufpassen. Ich hätte mal wieder hier mehr Karton hinstellen sollen. Die Sonne, die kriegt gerade schon wieder so rein. Am Das ist ja Kreisverkehr abartig. erste Ausfahrt nehmen. So. Ach ja. Reinblinken soll ich ja, brauche ich ja nicht mehr. Nimm diese Ausfahrt. Wie war das jetzt mit dem Blinken? Beim Reinfahren und in der Kurve brauche ich gar nicht blinken. Ich muss nur bei der Ausfahrt blinken. Richtig? Hoffentlich. So, let's go. Habe ich hier eigentlich meine Weitscheinwerfer an? Ja, habe ich. Okay, sehr gut. Wir wollen ja hier ordentlich was sehen. Vor allem ihr denn bei YouTube. Ne? So, wie sieht denn unser Helfer und so aus? Das sieht alles gut aus. Okay. Hä? Achso, halt. Wie war denn das? Da. Genau. Mit der F3-Taste. So. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Volle Fahrt voraus. Erstmal schön hier bergauf klettern. Ja, nice. So, warum steht der Polizeiwagen eigentlich immer so nah? Der kriegt ja immer direkt Panikattacken, dass du den direkt erstmal hier mitziehst. Ist ja schlimm, ist das. Aha, und da vorne direkt wieder Zoll. Ach ja, jetzt erinnere ich mich gerade schon wieder an unsere grandiose Aufnahme, wo unser Begleitfahrzeug einfach mal interessante Sachen gemacht hat. Ah ja, zum Glück diesmal nicht. So. Die Sache ist ja, was wollen wir eigentlich? Ich meine, wir haben jetzt 34.000 Euro und ich wollte erstmal unseren Kredit hier loswerden, ne? Das heißt 85.000. Wir brauchen also 50.000. Hört doch, dann müssen wir noch ein paar Routen fahren wahrscheinlich. Für die jetzige bekommen wir 11.000. Nicht so viel. Dann müssen wir also echt mal gucken. Ein paar Routen fahren und dann können wir mal gucken, während diese ganzen Routen, ob wir denn wieder so einen Fall bekommen, dass der Begleitfahrzeug da seltsame Dinge tut? Oder nicht? Ja. So, 60 dürfen wir. Dann tun wir dies auch mal. Oh, da vorne geht es wieder hart nach rechts. Okay. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. So, wieder Die Ausfahrt runterbremsen. Hier, da rechts. vorne ist nur 40 erlaubt.
fahr, fahr, fahr. Tja, was halt geil wäre, wäre, wenn man so wie mit echten Schwertransporten würden oder so Begleitfahrzeuge oder wo der Hänger wesentlich besser ausgeleuchtet ist, sodass ich auch in den Rückspiegeln mehr erkenne. Ich meine, man hat ja hier gar keine Ausleuchtung der Fahrbahn. Naja. Naja. Ich meine, ich habe ja in meinem Rückspiegel zumindest diese komischen drei Lämpchen da, die mir so ein bisschen Orientierung geben. Aber das bringt mir halt auch nichts, wenn ich nicht sehe, wo da Bäume sind oder Schilder oder wie Geier was. Na gut, ich kann gucken, ob man hier, ob man das so besser erkennt. Ah, doch. Wobei die andere Seite erkenne ich so auch nicht. Ah, ja, doch ein bisschen. Ah, ja. Na gut, jetzt hier haben wir ja sowieso Laternen. Ne? Ist ja die Frage, wie es im Dunkeln denn ist. So ist hier zum Beispiel. Ah, siehst du, da kennst du da auch kaum was. Also, schwierig. Schwierig, war. Naja. So, haben wir wieder unsere 60 erreicht. Jetzt. Okay. Übrigens habe ich auch die Informationen bekommen, in den Kommentaren, dass diese Jobcenter tatsächlich doch sinnvoller sind, als ich es angenommen habe, weil man durch die wohl später sich Mitarbeiter beschaffen kann. Man kann ja hier, man kann ja mehrere LKW kaufen und man hat hier auch so einen Garagenmanager. Hier so LKW-Manager und Garagenmanager. Das Ganze gab es ja auch schon so ungefähr. Warum ist die Hilfe aktiv? Was? Das Ganze gab es ja auch schon so bei German Talk Simulator. Dass man sich halt noch LKWs und Fahrer kaufen kann. Also nicht Fahrer kaufen kann, aber die muss man dann halt bezahlen, ne? Die bekommen Gehalt. Aber man kann sich halt LKWs kaufen und Fahrer halt einstellen. Und ja, da braucht man dann wohl die Arbeitsagentur, weil ja, was auch immer. Fahrer einstellen. Du hast keinen Platz mehr frei für einen neuen Fahrer. Baue deine Garage aus oder kauf eine neue. Oh. Okay, wir haben mittlerweile 10 Leute. Okay, das reicht doch für den Anfang, also. Ja, sehe ich jetzt erstmal kein Problem drin, ne? Eieiei. Wie sehen die denn aus? Der macht komisch. Also irgendwie haben die alle viel echt komisch. Die guckt noch am natürlichsten und er auch. Die beide gucken eigentlich so am natürlichsten. Der so. Ich weiß, wo dein Auto steht. Also, ja, weiß ich ja nicht. Der guckt auch noch vernünftig. Na, der guckt so, als wenn er gleich einen Lachkrampf bekommt. Aber der ist auch noch vernünftig. Der sieht für mich so aus wie so ein typischer aus der Open Source Szene. Ja. Mit seiner Mütze. Schön. Ja, nee. 0,8. Ja, die Frage ist, was das heißt. 1,7. Ich glaube mal, je höher, desto besser, oder? Warte mal kurz. 1,7. Okay, da scheint sie auch danach zu sortieren. Weil nur hier sind 1,7 und alles andere sind 0,8. Okay, interessant. Ach, guck mal, ja, die haben ja auch immer nur so 2 Punkte. Er hat auch nur 2 Punkte, er hat sogar nur 1 Punkt und er hat schon 3 Punkte. Okay, heißt, ich kann ein bisschen danach gehen. Na gut, natürlich auch vor allen Dingen das, was uns am ehesten interessiert. Das heißt zum Beispiel, für mich persönlich würde ich fast eher sagen, ich würde eher auf das hier gehen. Und vielleicht auf hochwertige Fracht, weiß ich nicht.
Das heißt, ich persönlich würde fast sogar einen von den beiden hier nehmen. Sollen wir mal gucken. Gut, die haben wir auch nicht. Guck mal, der hat sogar schon ein so ein, ne, hier so ein Gefahrengut-Gedingsgedöns. Tja, weiß ich nicht. Mal gucken. Also brauchen wir LKWs und Garagen, wie wir gerade gehört haben. Ne? Wir haben ja gar keinen Platz mehr. Garage ausbauen. Wie teuer ist denn sowas? Garagenmanager. Unsere Garage kostet 12. Nein. Kostet es. Aufrüsten. Aha. Du hast nicht genug Geld, um deine Garage auszubauen. Mindestens 100. Ja, klar. 180.000. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Okay. Ist also noch in weiter Ferne. Gut zu wissen. Gut zu wissen, Alter. 180.000. Digga, wie viele Missionen muss ich denn dafür fahren? War schon heftig. Ach ja. Links an uns drängelt sich schon wieder einer vorbei. Der mit seinem kackblauen Skoda. Ja, wenn ich so ein bisschen verschlafen wirke, dann liegt es vielleicht daran, dass ich alles aufgestanden bin, so vor einer Stunde. Weil. Und 9 Stunden geschlafen habe. Also ich habe zu viel geschlafen, nicht zu wenig, ja. Hat bei mir den gleichen Effekt. Aber gut. So. Wo fahren wir eigentlich überall lang? Wir fahren. Oh ja, doch, wir fahren noch ganze Stücke. Aber hauptsächlich Autobahn. Okay. Ich würde mir halt zwar lieber wünschen, öfters mal am Tage zu fahren, ne, weil man dann mehr sieht, aber naja. Dann ist es halt dunkel. Geht sich irgendwo eine Uhrzeit? Ja, es ist 3 Uhr. Also in-game. Bitte rechts halten. So. Wie oft der speichert, was ist denn hier los? Straße ist erschreckend frei. Okay. Ja gut, ich meine, um die Uhrzeit, ne, 3 Uhr morgens, da ist die Autobahn auch im Echten war komplett leer. Bisschen Berufsverkehr dauert es noch ein bisschen. Grad, okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das Symbol hier bedeutet. Das rechts daneben ist ja unser Warnblinker, ne? Aber was bedeutet das Symbol? Ist das hier diese. Nee. Differentialsperre hat ein anderes Symbol. Das kann es nicht sein. Weiß ich nicht. Wäre halt cool, wenn man so zu jedem LKW so ein Handbuch hätte, ne? Dass wenn man hier die F1-Taste drückt und dann irgendwie noch so ein Hilfemenü hat für den LKW selber, um zu wissen, welche Taste hier was bedeutet. Ich meine, gut, normalerweise schaust du es ja eh alles mit der Tastatur und da hast du deine Taste ja selbst belegt, aber. Trotzdem wäre es so ganz interessant zu wissen, was hier so ein Führerhaus was bedeutet. Ich meine, so sehr kenne ich mich jetzt mit LKWs halt auch nicht aus, dass ich jetzt hier alles auswendig kenne. Von daher. Naja. Naja.
Casino. Gibt es einen Ort, der so heißt? Oder meinen die jetzt wirklich ein richtiges Casino? Hä? Ich bin verwirrt. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, jetzt die 144er-Version, die stockert mehr, oder? Habe ich jetzt andauernd irgendwelche Mikro-Rogler drin? Komisches Spiel. Sehr komisches Spiel. Okay, langsam wird es wieder hell. Da hinten sieht man schon der Horizont, der wird wieder ein bisschen heller. Anne Mayambo, heller, 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 Okay. Entschuldigung. So, tanken uns ein bisschen mehr nicht. F3? Nö. Tag sieht doch schnieker aus. Ich meine, gut, wir würden da in so ein Tankding ja eh nicht reinkommen. Ach ja, außerdem dürfen wir ja auch gar nicht von der Route abweichen. Ne? Wir können gar nicht einfach mal so tanken gehen. Da musste ich ja damals schon, als wir Pause machen mussten, musste ich ja so ganz dreist hier. Warum bleiben die jetzt links neben mir stehen? Sind die bekloppt? Alter. Links bleibt dieser Hurensohn stehen und rechts von mir dieser Polizeiwagen. Wollen die weggerammt werden von dem Auflieger oder was? Gibt's doch ja nicht. Was soll ich gerade sagen? Ich habe keine Ahnung. Wo war ich gerade? Da haben die Hurensöhne mich wieder aus dem Konzept gebracht. Keine Ahnung. Es wird heller. Ach ja, genau, nee. Dass ich ja hier bei dem letztes Mal, als wir da schlafen gehen wollten, da musste ich ja meinen Auflieger so ganz heimlich so abkuppeln und dann als LKW selber denn da so in diese Parktasche da reinfahren. Und gerade so, dass er nicht sagt, du bist außerhalb der Route, ne? War ja da so ganz kompliziert, weil man ja nicht mal schlafen kann. Tja. Ich meine, im Echten wäre das völlig normal, ja. Im Echten dauert so eine Route. Gut, okay, also, wenn das so eine kleinere Strecke ist, ich weiß gar nicht, wie lange so eine Spezialtransportfahrt jetzt hier in Europa dauert, wie lang da so die Wege sind, so die typischen. Aber wenn du jetzt so in anderen Ländern guckst, also, wie es nicht, Australien oder allgemein Amerika oder jetzt hier so. Third World Länder allgemein, wenn da irgendwelche Spezialtransporter hast, die gehen da teilweise über Wochen fahren die da, weil die da halt komplett unbewegtes Gelände haben, damit zum Schwerlasttransporter halt Schritttempo gerade mal fahren können. Ja, und dann dauert so eine Strecke halt einfach mal so 2 Wochen. Naja, und da hast du dann natürlich auch das klar, dass du dann natürlich mal Pause machen musst. Du kannst ja nicht 2 Wochen lang durchfahren. Gut, vielleicht machen die es dann auch noch so. Ich meine, wir haben ja hier hinten, also da sieht man jetzt gerade auch nicht wirklich, eine Schlafkabine. Kann also durchaus sein, dass da 2 Leute im Truck sind. Einer fährt immer und einer schläft immer. Aber. Oh, langsam wird es richtig hell. Wobei es ganz schön lila aussieht. Klingt mir sehr nach Regenwetter. Ich habe aber wirklich die ganze Zeit so kleine Mikro-Ruckler drin, ne? Meine CPU ist aber überhaupt nicht ausgelastet. Ich kann mal nachher gucken, ob meine GPU, meine Grafikkarte ausgelastet ist. Aber eigentlich sollte die Grafikkarte bei weitem nicht ausgelastet sein. Aber ich habe die ganze Zeit so eine Mikro-Ruckler drin. Das ist nicht schön. Okay, ab hier rein. Spaß. Ja, weiß ich nicht, irgendwie. Ich meine, ich habe jetzt einen Monat nicht gespielt, aber in Erinnerung habe ich das nicht so stark. Normalerweise lief das Spiel immer super flüssig. Selbst mit OBS-Aufnahme.
Habe ich im Hintergrund noch irgendwas offen? Nö, eigentlich nicht. Ah, nö. Oh ja, wer weiß. Spielbar ist es auf jeden Fall. So, wir fahren ein bisschen zu schnell, sehe ich gerade. Ich mache jetzt wieder unser Tempomat rein hier. Bop. So. Der müsste aber auch schon fast da sein, ne? Das war jetzt, glaube ich, schon die letzte große Kreuzung. Irgendwie so. Ich hoffe, bei der nächsten Sonderfahrt gucke ich dann mal, dass wir die irgendwo anders machen. Und nicht immer hier auf der gleichen Strecke. Ich weiß, wie sieht das die Strecke schon, will ich nicht. Zwei, dreimal abgefahren? Das muss ja nicht sein. Ich meine, klar, irgendwo schöne Gegend, ne? Aber durch die Baumwände da im Hintergrund kann man jetzt nicht so weit gucken und Bäume sind jetzt auch nicht so abwechslungsreich. Also wenn man eine neue Gegend, vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich persönlich spiele ja, also wenn ich jetzt nicht für Aufnahme spiele, sondern so privat spiele, spiele ich ja derzeit American Truck Simulator. Digga. Vielleicht sollte man das wirklich mal im Let's Play auch machen. Ich werde es wahrscheinlich auch irgendwann machen. Das weiß ich jetzt schon, weil das Spiel einfach so geil ist. Gerade wenn du so über die Steppen fährst oder so, ne? Amerika ist ja komplett trockenes Land. Da hast du ja kaum so Wälder, so wie hier, dass du links und rechts Bäume hast. Ich meine, hat natürlich den Nachteil, dass die Luft da sehr trocken ist im Echten, sehr warm ist, stickig ist, weil die Luft halt auch staubig ist und alles. Aber dafür hast du natürlich den Vorteil, dass du wesentlich weiter gucken kannst. Ne? Und das ist natürlich dann schon, gerade so hier im Truck Simulator, sieht schon echt geil aus. Muss ich mal gucken, wie ich das am dümmsten. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich jetzt schon direkt parallel anfangen soll mit American Truck Simulator oder das lieber denn eher so, wenn wir hier schon fast durch sind mit dem Spiel, wenn man hier überhaupt durch sein kann, keine Ahnung, weiß ja nicht. Aber wenn wir jetzt hier denn wirklich schon relativ weit sind, dass wir jetzt wirklich eine Firma haben mit mehreren LKWs und Angestellten, also es zu etwas gebracht haben, sag ich jetzt mal. Dass wir dann anfangen mit American Truck Simulator, weil wir da ja auch wieder bei Null anfangen müssen. Ja, müsst ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Einziger Nachteil ist natürlich, für American Truck Simulator habe ich noch keinen Hatsune Miku Skin. Darauf müssen wir dann leider verzichten. Das macht das Spiel zwar quasi unspielbar, ich weiß, ihr fühlt genauso wie ich. Aber wir müssen es durchstehen. Ja. Aber schon schlimm, ne? Es gibt's auch so bei diesen ganzen Standard-Skins und so. Also, bei denen, die jetzt durch irgendwelche DLCs dazu gekommen sind, da gibt's vor haufenweise Skins, so wie, das, was wir da halt alles gesehen haben, diese ganzen Weihnachtsmänner und, Ladies da in irgendwelchen Gewanden und alles Mögliche. Aber ich meine, was halt auch im Echten absolut normal ist, sind halt so Anime-Sachen. Also gerade so, ja, irgendwelche, ja, Anime-Bilder halt, ne? Gerade bei Tuning Cars oder sowas, da ist das ja völlig normal, auch hier in Europa, und auch bei LKWs, wenn die ein bisschen mehr aufgemotzt sind, ein bisschen personalisierter sind und so, dass man da halt auch Leute gibt, die halt, ne, gerne so Anime-Motive drauf haben. Aber sowas gibt es hier in-game gar nicht. Ja, sowas müssen wir mal rausbringen. So ein Anime-DLC oder sowas. Ja? Ich meine, muss jetzt nicht Vocaloid sein, wäre natürlich noch schöner. Ne? Für mich wäre natürlich so ein Hatsune Miku-DLC wäre natürlich Gold. Ja? Da würde ich auch 500 Euro für bezahlen. Das war kein Spaß. Aber ne, wie sind mal sowas wirklich so Anime, einfach allgemein Anime-mäßig gehalten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Fällt dir komplett. Nimm die Ausfahrt rechts.
So, dann wieder nur 40. Das ist jetzt aber schon die Kreuzung vor kurz vorm Ende. Genau. Da ist das Ende bereits. Sehr nice. Streckenkenntnisse 3000, Alter. Waren Sie eigentlich in der Gegend schon mal? Nee, ne? Doch, waren wir. Ja, doch, siehst du, waren wir schon. Ist also genau die gleiche Strecke, wie wir schon 30 Mal gefahren sind. Ein Trauerspiel. Und dass die Polizeiwagen immer so nah parken, ist auch ein Trauerspiel. Ich muss hier ausschwenken, damit ich um die Kurve komme, weißt du? Und dann steht da so ein Polizeiwagen und kuschelt mit meinem rot-weiß karierten Plastikschild, wie auch immer die Dinger da heißen. Ja, schon wieder. Der steht mitten auf der Fahrbahn. Was ist denn los mit dem? Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nee, nee, nee. So kannst du nicht arbeiten hier. So kannst du nicht arbeiten. Arbeiten, arbeiten. Das war gerade heikel, aber hey. Bin nur so angeeckt. Auch hier stockert der jetzt ein Nehmen bisschen, diese ne? Ausfahrt. Das war doch früher nicht so schlimm. Wow. Hätte ich mal doch nicht geupdatet. Irgendwie ist die Version nicht so ganz koscher. So, 60 dürfen wir wieder. Leider nur. Aber gut. So weit ist die Strecke ja nicht mehr. Von daher. Drauf geschieselt. Dann haben wir die Strecke auch in einigermaßen Zeit geschafft. Geht sie gerade bergauf oder was? Scheint so, ne? Mein LKW ist gerade schon am Struggeln. So. Ich habe so die Fehler, dass so Sachen durch die Decke durchleuchten und sowas, alles haben sie immer noch nicht gefixt, ne? Die haben wohl nicht meine Videos geschaut. Oder das ist zu fest verankert in der Rendering-Pipeline, dass man das gar nicht so schnell gefixt bekommt. Oh, ich hatte ein Auto, genau. Das stockert ja hier extrem. Digga. Was ist denn los mit diesem Spiel? Am Ich glaube, ich muss jetzt mal nach Kreisverkehr der Folge zweite gucken, ob ich Ausfahrt irgendwas im nehmen. Hintergrund offen habe. Aber das ist ja hier, das ist ja schon super heftig mit dem Nehmen Stockern. diese Ausfahrt. Alter Schwede. Das ist nicht original, du. Das sag ich dir so, wie Biege es nach ist, so. rechts ab. Uah, Scheiße. Jetzt habe ich zu sehr aufs Licht geachtet und gerade überlegt, dass ich gar nicht auf meinen Aufleger geachtet habe. Oh joa. Kann ja mal passieren. Und wie viel Schaden haben wir bekommen? Gar keinen. Wie immer. Easy. Ja, Links abbiegen. da ist es immer super vorsichtig fahren. Diese Schwerlastauflieger sind super empfindlich und ich rase einfach dagegen. Mein ganzer LKW liegt sich komplett auf die Seite und kein Schaden. So überhaupt kein Schaden bei der Fracht. Aber der Auflieger, der gar nicht direkt Addit abbekommt, ne, der hat natürlich direkt 1% Schaden. Obwohl er eigentlich, ne, ich bin ja voll mit der Fracht dagegen gerast. Also die Fracht müsste jetzt eigentlich beschädigt sein. Und zwar nicht nur 1%. So wie sich der Hänger da aus den Wiegen gekippt hat. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, wenn der hier nicht stehen bleiben würde, gerne. Fahr, du Arsch. Ich muss hier lang. Demnächst rechts abbiegen. So. Biege nach rechts ab. Wo ist denn rechts? Kommen wir hier durch? Ja, sehr gut. Sehr nice, geschmeidig, Baby. So viel zu dem Thema, ich muss erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Ich fahre hier like Gott. Nice. Gut, ich meine, so schnell würde man im echten Fall wahrscheinlich nicht fahren, aber hey. Da würde man doch eher Schritttempo fahren hier. Vor allem jetzt hier in dem Gelände. Sie sind am Ziel angekommen. Ihr Nein, mein Ziel ist da Rendering ist vorne. somit abgeschlossen. Was ist los mit der?
Ey, jetzt hier Filmverbot. So, was jetzt? Jetzt muss ich Handbremse, Motor abschalten. Fertig? Muss ich abkuppeln? Wieso muss ich abkuppeln? Der LKW gehört uns doch gar nicht. Der bleibt doch auch da. Hä? Na egal. So, wie viel haben wir bekommen? Oh, schade. Ich dachte, wir bekommen hier gleich Level 50 oder so. Naja, gut. So, oh, das ist schon ein schöner LKW. Das ist ein LKW, Leute. Das ist ein LKW. Okay. Gut. Dann sollte das mit der Folge erstmal gewesen sein. Ah, schon wieder eine Dreiviertelminute? Nee, Dreiviertelstunde. Ja. So. Und dann, ja, sollte es mit der Folge erstmal gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Und ich guck mal, ob hier im Hintergrund irgendwas läuft. Aber nö, läuft gar nichts. Aber ja, wer weiß. Na gut, bis dann.